Wie ist eigentlich eine Patsuru Kids Stunde aufgebaut? Bei uns läuft jede Stunde nach einer festen Reihenfolge ab. Als erstes der Begrüßungskreis. Hier kommen die Kinder an und werden von ihrem Trainer begrüßt. Dann startet die Stunde mit einem Moment der Ruhe beim Angrüßen. Los geht's direkt mit einem Fangspiel, damit die Kids erstmal ihre Energie rauslassen. Dann lernen die Kinder die Technik der Woche, zum Beispiel Haltegriffe, Würfe oder Selbstverteidigungstechniken. Es folgt die praktische Umsetzung des Monatsthemas, also eine praktische Sozialkompetenzübung. Das Mattengespräch wird mit der Trinkpause kombiniert und hier sprechen die Kinder interaktiv über das aktuelle Monatsthema. Bei den Bewegungsformen fördern wir die Beweglichkeit und Koordination der Kinder. Damit sich die Kinder Neugelerntes besser einprägen können, wiederholen wir jedes Mal die Technik der Vorwoche. Respekt, ich passe auf dich auf, heißt es beim Kämpfen. Hier können die Kinder das Gelernte direkt beim Kämpfen mit Regeln anwenden. Am Ende geben wir nochmal richtig Gas und powern uns nochmal ordentlich aus. Diese klare Struktur gibt den Kindern ein Gefühl von Sicherheit. Durch den ständigen Wechsel zwischen körperlich aktiven Teilen und ruhigen Parts bleibt der Spaßfaktor für die Kids über den gesamten Kurs erhalten. Unser Ziel ist es also, dass dein Kind nach der Stunde glücklich und ausgepowert in deine Arme fällt und mit viel Neugelerntem im Gepäck nach Hause geht.